So, YouTube. Willkommen zurück zu Worker and Resources. Da sind wir wieder. Mit einem brennenden Gebäude zum Start. Oha. Die LKW-Laderampe brennt. Na, das ist ein guter Einstieg. Zack. Wir beschleunigen ein bisschen. Hier wird ordentlich gelöscht. Sehr gut. Wunderbar. Eine gute Tat zum Start ist doch wichtig. Unsere Fabriken laufen. Stoff wird hergestellt. Kleidung wird hergestellt. Es ist ein wahres Fest, würde ich sagen. Wir haben ganz viel gebaut. Der Bahnhof ist fertig und ja, wir müssen den Platz hier gerade noch ein bisschen gestalten, bevor wir weitermachen können, nicht wahr? Ich gehe mal auf Monumente. Da können wir sicher das ein oder andere bauen. Vielleicht hier zum Beispiel Flaggen vor dem Eingang. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Hier hinten vielleicht auch. Damit das auch monumental aussieht. Vielleicht die ewige Flamme, dass wir die hier hinbauen. Oh ja. Was würde ich sehen? Wo ist denn die? Die ist sogar, glaube ich, richtig im Spiel drin, nicht wahr? Wo verstecken die sich? Startlöcher, Bäume. Hier drunter. Da. Ewige Flamme. Können wir die hier irgendwo hinkriegen? Warum kann die nicht genau? Ist das hier nicht 45 Grad? Das kann natürlich sein. Ja, ist nicht ganz. Ja. Schön vor dem Haupteingang. Das finde ich gut. Und jetzt vielleicht zwei kleine, mittelgroße Springbrunnen. Vielleicht nicht die Größe, das ist zu klein. Vielleicht so. So können wir den nicht drehen, oder? So ist schon, glaube ich, am besten gedreht. Okay. Blumenbeete wollte ich noch dahin bauen. Die Runddinger vielleicht hier vor. Ja. Und irgendwo habe ich auch neue Skins. Da können wir also zum Beispiel auch mal andere Farben machen. Hier zum Beispiel blau oder sowas. Dann wirkt es nicht in der ganzen Stadt mit den gleichen Blumen befüllt, nicht wahr? Dann kann man auch die Blumenbeete ein bisschen aneinander angleichen. Das hat doch ein bisschen was, würde ich sagen. Genosse Stalin, wir sind stolz auf dich. Ich will es auch hoffen. Und hier, wir könnten noch an den Stellen, ja wunderbar, da können wir mal so einen Arbeiter noch aufstellen, damit die stolz auf sich sind. Weil das Problem ist, die gucken immer in die falsche Richtung. Aber hier, oh, dann geht die Palme weg. Egal, da ein Arbeiter. Und hier vielleicht ein Soldaten oder so. Das soll ein herrlicher Platz werden. Sowas können wir auch noch aufbauen. Weiß ich nicht. Die großen Dinger finde ich auch so hübsch hier an der Stelle. Blumendenkmäler. Ich sehe sie immer nicht. Wo haben die sich versteckt? Da unten. Ah. Hier wollte ich noch.
Oh. Das ist blöd. Das heißt, wir müssen erst die Blumen setzen, dann die Palmen irgendwann. Leider gehen die halt nicht gerade. Ich würde, hätte gern so einen Angleichungsmodus, dass man das angleichen kann. Okay. So. Die können wir jetzt einfärben. Ja, vielleicht lila. So. Und die blauen. Die blauen hier blut. Die bleiben hier rot, nicht wahr? Ja. So. Wege fehlen denen. Aber sowas von. Kriegen die noch einen Weg? Das sieht komisch aus. Oh, das sieht jetzt noch komischer aus. Aber vielleicht ist so besser. Können sie das nämlich auch anfangen zu bauen. Wunderbar. Oh, was sehe ich hier? Hier fehlt ein Weg. Ah. Okay, das Ding müssen wir nochmal abreißen. Leider. Weil wenn nicht der Weg automatisch entsteht, dann kann man es meistens nicht setzen, weil Millimeter oder so fehlt. Und wir könnten natürlich noch das... Ich finde, warum es da noch keine Mods gibt. Hier die Lichter. Wir könnten ja auch noch mehr Lichter hinhängen. Nicht wahr? Von da nach da finde ich ein sehr geiles Feature. Haben wir die nach hier? Von hier nach... Das ist blöd. Das geht nicht genau auf, nicht? Dann halt so... Leuchtet es auch ein bisschen in der Nacht. Oder zu Weihnachten, glaube ich, zumindest. Man kann übrigens, und das habe ich auch schon öfter gezeigt, diese Dinger jetzt hier nehmen und zum Beispiel sagen, die gehen von hier bis hier drüben an dieses Monument. Und das finde ich ein richtig starkes Feature. Und dann kann man wirklich so zwischen Bäumen auch teilweise die Dinger hängen. Also wenn man so eine Einkaufspassage hat, dann kann man hier wirklich dazwischen das machen oder so eine Bar oder sowas. Also da hat man ganz viele Optionen. Oh, aber das wollen wir natürlich nicht hier haben. Aber möglich wär's. Und die kann man fast, oder kann man überall ranbringen. Jetzt schaut es aus wie Little Chinatown. Zum Beispiel, wenn man sowas machen will, ist es damit durchaus möglich. Okay, der Platz ist geplant. Die Palmen kann ich nicht setzen, nachdem die Dinger gesetzt wurden. Da muss ich wieder warten, bis ich neu lade. Ja. Das ist ein bisschen schade, dass das nicht dann geht. Wäre cool, wenn sie den Bug beheben, auf jeden Fall. Der Bahnhof ist auch noch nicht freigegeben. Richtig, der Bahnhof war nicht freigegeben. Sehr gut. Und der Bahnhof hier ist auch noch nicht freigegeben. Wir bauen weiterhin auch noch an den Autobahntunnel. Die sind alle zu, sag ich mal, 50% im Schnitt fertig. Kino, Co. Hier werden alle Leute bedient. Und hier hinten könnten wir zum Beispiel jetzt mal die Farben wechseln. Zum Beispiel auf Gelb. Und die vielleicht dann auf
weiß noch. Ja, das wirkt doch gleich ganz anders. Wäre noch cool, wenn die Leute da einfach auf dem Platz stehen würden, so ein bisschen. Aber die haben halt immer zu tun, nicht? Die haben quasi keine Freizeit. Aber ist ja auch richtig so. Freizeit ist auch überbewertet. Dann nehmen wir noch hier rote dazu. Und hier vielleicht ein orangenes. Sieht man nicht viel, aber es gibt so einen ganz kleinen Touch halt rein. Und generell, wenn man guckt, manchmal lädt man aus Versehen Skins runter und weiß das gar nicht. Und dann kann man hier drüber die Sachen auch noch anpassen. Aber meistens vermeide ich eigentlich nur Skins runterzuladen. Oh oh. Ach du Scheiße. Wir haben einen Deadlock. Oh no! Ach du Scheiße! Die haben sich wirklich kaputt gefahren. Oh, da muss das Spiel echt eingreifen können. Das muss es verhindern. Aber okay. Jetzt haben wir, unser Stammbaum ist ein Kreis mal wieder. Oh. Was ich dich fragen wollte, wie bekomme ich an eine rechtwinklige Kreuzung, also so seitliche Kurven ran, wie bei den Autobahnen? Abfahrten. Irgendwie macht der bei mir nur schräge Geraden, aber keine Kurven. Können wir gleich gucken. Erstmal müssen wir das Chaos beheben. Ich wüsste jetzt nur nicht wie. Könnten den dahin fahren lassen. Vielleicht hilft das schon. Der kommt halt nicht raus. Könnten den dahin fahren lassen. Hä? Soll jetzt einfach da hinfahren? Oder dahin? Hä? Ach so, der. Ach, Baustelle. Okay, du. Fahr du dahin. Einer muss einfach raus. Okay, reicht noch nicht. Okay, reicht noch nicht. Fahr du mal weg. So, jetzt kann er eine wenden. Reicht immer noch nicht. Das ist ein Baustellenfahrzeug. Na, reicht es jetzt? Okay, wir müssen irgendwas machen. Verkehrsschilder. Ein Gebäude ist abgebrannt? Ja, okay. Wir müssen eh laden. Shit. Weil das geht so nicht. Das ist ein ganz großes Problem. Wenn das einmal passiert, ist es vorbei, nicht wahr? Da kann man noch so viel tun, versuchen, machen, denken. Es wird auch nicht mehr besser werden dann. Ich war gerade hier dabei, das zu machen. Jetzt haben wir die ganzen Farben natürlich nicht mehr eingerichtet, aber ist okay. Das ist, glaube ich, unser geringstes Problem. So, da waren die nämlich schon dabei. Langsam hier das zu machen. Ich glaube, wir müssen dem Bussen hier Vorrang geben. Damit sowas nicht passiert. So vielleicht. Sind halt inzwischen auch zu viele Busse.
Das sieht okay aus. Die Wege hatte ich. Okay, ich weiß gar nicht mehr. Was hatten wir gesagt? Blau, blau, das hatten wir. Hier hatten wir lila, das hatten wir. Die Figuren hatten wir. Dann... Das soll so bleiben. Hier hatten wir gesagt weiß. Hier hatten wir gesagt, glaube ich, weiß nicht, rot. Genau. Dann machen wir hier hinten gelb. Gelb. Weiß. Weiß. Ich hoffe, jetzt fahren die Busse nicht nochmal kaputt. Und jetzt könnten wir auch die Palmen setzen, glaube ich. Weil wir ja neu geladen haben. Und danach gucken wir uns deine Frage an. So, Palmen. Palme dort. Palme dort. Palme dort. Palme dort. Palme hier. Palme nicht hier. Ah, Palmi da, na gut. Palmi dort. Palmi hier. Palmi da. Palmi da. Palmi da. So. Die Lichter haben wir jetzt nicht hier dran. Egal. Ja, okay, die Station ist nicht an ihrer Kapazitätsgrenze, aber sie ist an ihrer Kapazitätsgrenze. Da müssen wir also ein Auge drauf haben. Aber wenn die stehen bleibt, dann sind wir halt tot. Und wenn das sich einmal tot fährt, dann kriegt man das nicht mehr hin. Das ist halt, obwohl das ein Schienenverkehr ist, nicht, fahren die halt von der einen Seite rein und müssen auf die andere Seite raus. Das ist wie Snake, nicht? Da beißt die Schlange sich in den eigenen Schwanz irgendwann. Wenn zu viele gleichzeitig kommen, die hier nach links wollen. Und das ist, wenn wir hier viel bauen, wird das passieren. Okay. Rechtwinklige Kreuzung. Okay. Wir bauen mal eine rechtwinklige Kreuzung. Am Raster, dann wird es auch rechtwinklig, nicht wahr? So, jetzt haben wir eine rechtwinklige Kreuzung. Und was möchtest du jetzt erreichen? Du hast jetzt eine Straße und möchtest was haben? Du kriegst nur das hier hin, meinst du? Dass die so abgehen und du willst die, dass sie geschmeidig rangehen? Oder wie, oder was, oder wo? Die Ecken verbinden, also quasi. Quasi willst du so eine Art Autobahnkreuz dir bauen, nicht wahr? Man sieht schon. Und das soll aber so wahrscheinlich so verlaufen irgendwie. Also so gebogen. Ein Gebäude brennt. Ah, das ist natürlich super. Dann müssen wir kurz gucken. Das Gebäude brennt. Das wird klappen. Da bin ich zuversichtlich. Die Busse fahren noch. Ist wahrscheinlich sogar zu klein hier dafür. Warte. Wir werden das mal woanders machen. Wo wir mehr Platz haben. Hin zum Beispiel. Vielleicht hätte ich das am Raster machen sollen. So. Und. Also der eine Trick ist, du machst erstmal im Parallelmodus eine Straße. Gehst dann nämlich dichter dran und gehst dann hier ran. Und machst dann hier deine Auffahrten oder so.
Je nachdem, wie dicht das ist, geht das oder geht das nicht? Okay, haben wir die Seite zuerst? Die ist irgendwie zickig. Also sie ist, geht auch nicht, ist zu eng. Also eine Seite würde gehen, dann müsste man wahrscheinlich so das machen. Ja. Oder, weil das eine doppelspurige ist. Oh. Ja. Ich glaube, man versteht das Prinzip dahinter. Man kann das auch so machen. Mit Steuerung kannst du den Winkel und mit Mausrad natürlich ändern. Und mit Steuerung die Art des Winkels so ein bisschen. Das wäre so die eine Variante. Und wie man das auch noch schön macht. Okay, was auch immer er da gemacht hat. Ist eigentlich, du nimmst hier die Einbahnstraßen. Die sind ein bisschen flexibler. Und mit denen kannst du dann das nämlich noch besser machen. Da musst du aber, und jetzt pass auf, im Parallelmodus sein. Im Nicht-Parallelmodus geht das nicht. Also geht das nicht wie bei der Eisenbahn, wenn man lange Gleise verbindet. Nee. Aber das hier ist, weil die, also bei Einbahnstraßen geht's, bei Mehrfachstraßen halt nicht. Also das ist ja so wie bei den Schienen. Nur, dass das hier eine Schiene wäre. In etwa. Oh, das ist das Schönste, was man, glaube ich, so hinbekommt, was so dem nahe kommt. Man kann natürlich auch einfach rund ranbauen und sowas und Höhen noch ausnutzen. Aber ja, weiß jetzt nicht. Da kannst du mal bei anderen Streamern auch gucken, die bauen durchaus komplexe Sachen übereinander. Die haben aber teilweise auch dann, sag mal, wo ist es denn? Das hier suche ich. Die haben dann teilweise aber auch irgendwelche Spezialbrücken, die dann kein Dings haben mehr, keine, na, Kollisionserkennung. Jetzt habe ich das Wort endlich. Ja, aber das mit den Bussen lässt mir jetzt so ein bisschen keine Ruhe. Das Problem ist, wir werden das auch nicht lösen können. Je mehr Busse hier fahren, desto schlimmer wird's. Wir könnten das jetzt verlängern. Oder die Busse zum Beispiel von hier ranfahren lassen. Dann wäre das länger. Und dann würden die sich hier an der Kreuzung höchstens mal übereinstimmend treffen. Aber da die meisten dann von hier rauffahren werden, werden die sich nicht hier stauen. Das könnte schon reichen, wenn wir das so machen. Wir müssen das hier eh umbauen. Das wird ein ganz großes Problem. Irgendwo ein Stau. Und ich hab's weggedrückt. Irgendwo haben die Baufahrzeuge einen Stau. Kann ja nur irgendwo hier sein. Oder an der Grenze? Nö. Nö. Keine Ahnung. Sieht eigentlich alles gut aus. Aber wir sind noch nicht im Zeitalter vom Asphalt angekommen. Da fehlt noch ein bisschen. Die Gebäude sind auch schon fast wieder voll. Aber wir haben nicht mehr viel Reserve. 4.400 inzwischen.
3% Arbeitslose aber nur. Das ist nicht so viel. Wir wollten noch irgendwas irgendwo hinbauen. Kino haben wir hier, Schule haben wir hier, Krankenhaus haben wir hier, Einkaufszentrum. Eigentlich haben die alles, oder? Nee, irgendwas habe ich gestern vergessen, was die hier brauchten. Kirche! Okay, aber die Kirche sollte dahin und hier hinten sollte eine Kirche hin. Aber hier können durchaus Einwohner lang. So, die haben Müll. Die haben Müll. Und die haben alle Müll. Das sieht gut aus. Okay, nur wie wir das hier jetzt anbinden. Das ist so eine Frage, die ich gerade nicht weiß. Ich würde hier ein bisschen höher gehen. Obwohl die Gebäude hier eher flacher sind, nicht wahr? Welche Wohngebäude würden da passen? Vielleicht kleinere? 84%. Und dann so? Wie viel wohnen da drin? 39. Dafür 49. Dafür kriegt man aber auch relativ viele Leute rein, nicht wahr? Wir haben hier sogar 86 bei 48. Oder die 30, nur 18, 29, 42 bei 83. 84, 40. Die hier sind direkt aus dem Spiel. Das könnten wir machen. Ich hab eine Idee. Aber eigentlich müsste es so. Aber egal. Ich mach mal kurz Pause. Und dann machen wir... Das vielleicht immer so. Gleiche Höhe. Halb dahin. Dann wird es aber sehr breit, nicht wahr? Halbe Höhe, da, dahin. Halbe Höhe, da, dahin. Und dann wären wir auf der Straße. Ah, okay, das muss ich mal woanders machen. Das würde nicht von der Größe hier reinpassen an der Stelle. Das wäre ein bisschen zu weit gefächert. Man könnte die anders stellen vielleicht, aber das hebe ich mir auf. Wir haben ja noch genug andere Gebäude. Vielleicht mittlere, vielleicht die hohen hier. 93 Arbeiter. Ich meine, die Infrastruktur dafür wäre ausgelegt. Vielleicht diese rumänischen Dinger. Ich habe nämlich ein paar Gebäude mehr runtergeladen. Saniertes Arbeiterviertel. Auch nicht schlecht. Dann so direkt an die Straße damit. Was macht man am besten mit dem Müll? Verbrennen, verkaufen, aufarbeiten? Naja, erstens musst du es erforschen, außer du hast Forschung aus. Und ich kann so viel spoilern, dass wir jetzt mal sagen, letztes Jahr, Export von Ressourcen, wir haben für bei 4000 Leuten und der ganzen Industrie für 6000 den Müll exportiert. Gut, Sondermüll bei 54.000, also minus 60.000. Das ist jetzt nicht so viel, nicht wahr? Klar, über 20 Jahre gerechnet sind das dann auch 1,2 Millionen oder sowas. Und wenn man wächst, wird es mehr. Aber die Gebäude, um das zu recyceln und die Forschung, ist ja auch teuer. Und teurer als der Müll insgesamt in der Spieldauer eigentlich ist. Aber weiß ich jetzt nicht. Vielleicht, wenn du mehr Sondergebäude hast, dass es dann relevant wird. Aber so weit waren wir noch nie. Von daher. Alles gut, würde ich sagen. Also, wo waren die rumänischen Gebäude? 100 Arbeiter. 80 aber nur. Nee, 80 ist blöd. Stimmt, wir müssen ja auch ein bisschen drauf achten. Hochwertiges und effektives Wohnen müssen wir dafür erst erforschen. Okay, das haben wir auch noch nicht. Das heißt, wir können die auch noch gar nicht bauen. Romanian Buildings. Hier, die. Was haben die?
88%, das ist schon nicht so verkehrt. Die gab es doch doppelt. Ach, waren die ganz groß dann? Ah, die waren dann ganz groß. 186 Arbeiter. Oh, gibt es mit Kollision und ohne Kollision. Damit man die hier zum Beispiel so hinstellen könnte. Ohne Kollision zu haben. Hm. Ich glaube, das sind die richtigen Gebäude für hier, aber... Da ist ja ein Weg. Und hier ist auch irgendwas, wo es nicht mit kollidieren sollte. Dann bauen wir die vielleicht so. Ich meine, die Straße kann da ja noch weg. Die ist ja nur pro forma gewesen erstmal. Die haben hier ihren Straßenanschluss noch nicht bekommen. Scheiße. Die müssen gedreht werden, nicht wahr? Und da verliere ich auch Platz, wenn ich die so stelle. Also verbrennen. Aber verbrennen erzeugt Umweltverschmutzung und das erzeugt tote Bürger. Muss man wissen, ob man das möchte. Nehmen wir das ohne Kollision. Ich glaube, da kann ich ein bisschen besser planen. Andererseits, wenn man keine Kollision hat, dann überbaut man vielleicht aus Versehen was, was man nicht überbauen möchte. Muss man echt vorsichtig sein. Machen wir es so. Und hier können wir mal mit der Straße ein bisschen brechen. Mit dieser starren Struktur, die wir sonst immer hatten. Und das vielleicht ein bisschen auflockern. Ja, guck. So, und das wären wie viele Einwohner jetzt? Nur um das nochmal festzuhalten, einer dieser Blöcke hat 186 nochmal. Also auch nochmal 100, 200, 300, 400, 480, 500 in etwa. Das ist auch nochmal gut. Da hätten wir 5000 Einwohner. Das sollte dann auch hier langsam mal einen Effekt haben. Weil die ganzen Gebäude fressen natürlich gerade die Arbeiter weg, weil die müssen ja erstmal da arbeiten gehen. Und die Gebäude, die wir jetzt bauen, die bringen dann die Arbeitskräfte. Das ist immer ein Geben und Nehmen, nicht wahr? Oh, ich komme nicht dran vorbei. Oh, shit. Okay. Ja, dann anders. Kriegen wir das schon irgendwie hin gleich. Gerade ohne Kollision. Aber... Wenn der Fußgängerweg nicht hin kann, dann sind wir so oder so verloren. Na, das kriegen wir nochmal anders hin. Naja, das brauchen wir nicht hier, da reicht Sand. Ich könnte natürlich auch Straßen einfach mit Gehwegen bauen. Aber irgendwie mag ich das Prinzip hier lieber. Und am besten ist eigentlich, wenn man sogar die Menschen nicht über die Straße laufen lässt, sondern mit Unterführung oder Überführung arbeitet, weil dann natürlich
die nicht den Straßenverkehr blockieren, nicht wahr? Okay, also das ist erstmal unser Gebiet. So wollen wir es. Jetzt die Häuser, weil die Häuser haben ja keine Kollision. Das heißt, die kann ich nachträglich setzen. Dann könnte das alles klappen. Oder wir bauen die lieber mit Kollision und dann haben wir kein Problem in irgendeiner Weise vielleicht, dass da irgendwas nicht passt am Ende. Ist vielleicht noch besser. Sonst verdusel ich mir da irgendwas. Bei 3 sollten wir schon mindestens hinkriegen. Das wäre das Ziel. Gehen wir den so hin? Oh, guck mal, das geht doch ganz easy. Trotz Kollision kann man die hier locker hinbauen. Wenn wir jetzt da noch einen Weg hinter durchführen könnten. Ja, ach, perfekt. Müllplatz brauchen wir, glaube ich, so da nochmal. Kann ich auch hier drüben einfach ran? Wahrscheinlich. Das können wir nochmal hier wegnehmen. Ah, ganz knapp nicht gerade geworden. Sehr schick. So, die geht nach da, der geht nach da, ihr geht nach da, du nach da, du nach dort, du nach dort, du nach dort, du nach dort, nach dort und nach dort. Die laufen halt hier nicht sauber zusammen. I hate it. Das System... Nein! Ist dafür gemacht, gehasst zu werden. Mit diesen Undodge-Punkten. So, du dahin, du direkt da drauf. Ich glaube, dann hat jedes Gebäude überall Anschlüsse. Jetzt müsst ihr wieder angeschlossen werden. So. Und der Müllplatz versorgt. Achso, wir müssen die Straße erst bestätigen. Ich glaube, dann kann das berechnen. Moment, Moment. Der Müllplatz kann die Gebäude nicht versorgen. Okay, dann erst wenn die gebaut sind, geht das dann erst anscheinend. Aber theoretisch könnte es reichen bis hier hinten. Theoretisch. Das hier in der Mitte gefällt mir noch nicht so ganz. Das will ich nochmal umgestalten. Das geht sicher nochmal ein bisschen schicker. Ich höre schon die ganze Zeit die Helis, die hier einfach die Sachen liefern wollen. Weil du gehst jetzt daran. So, du gehst daran und du kannst nicht daran. Und das sieht dann doof aus. Wäre irgendwie cool. Oder die so. Vielleicht passt das eher. Die waren ja eher in die Richtung zum Einkaufszentrum dann. Jetzt haben wir da aber einen Knick drin. Den kriegen wir auch nochmal anders.
So. Da sieht man es nicht ganz so stark. Hier könnte sogar noch was hin. Wie ein kleiner Sportplatz oder so. Oder ein Kinderspielplatz. Ja, irgendwie das. Weil der Kinderspielplatz ist ein Monument, ne? Das hier nicht. Ah, ich finde so einen Sportplatz hier ganz geil. Und was mit Tennis? Tennis ist zu groß. Ich hab dort diesen Schachplatz geholt. Passt der hier irgendwo hin? Ja, zu viel Kollisionen überall. Hier vorne. Ah! Man kriegt ja nur einen Straßenanschluss. Das ist blöd. Aber würde auch reichen. Stau. Oh oh. Was für Stau? Der ist okay, der Stau. Ich hatte gerade schon Bedenken. Wo war das Ding hier? Ja, dann kommt da noch ein kleiner Schachplatz hin. So, und wir wissen, wenn wir bauen, dann können wir hier besser renaturieren nochmal. Dann geht das manchmal ein bisschen enger, als wenn man es später macht, aber es sieht heute nicht danach aus. Als ob er uns hier viel Raum gönnt. Vielleicht manchmal hilft es auch, die Kamera zu drehen. Weiß nicht, wie die das berechnen. Warum es mal geht, mal nicht geht. Bei 8-mal drüberfahren geht's. Ah, ich komme nochmal auf den Abbrechen-Button. Mit meinem dicken Finger. Kennt ihr das, wenn die Maus leicht schwitzig ist und man dann immer abrutscht? Ah, das passiert mir. Wer es nicht kennt, Gratulation. Okay, nee, hier will er gar nicht. Auch hier nicht. Gut. Stau. So, wo war dieser Stau? Hier. Warum? Bauamt. Was will das Bauamt hier? Das verstehe ich nicht. Das Gebäude wird saniert. Ah, okay. Alles klar. Und der kann nicht reinfahren, weil der die ganze Zeit... Das ist zum Beispiel auch so eine dumme Sache. Da sind 4 Stellplätze, da stehen 4 LKW. Jetzt wird saniert, jetzt müssen die 4 LKW, die hier normalerweise stehen, raus. Warum denn? Also, ja, aber kann man das nicht automatisieren? Also, das wäre halt noch eine schöne Sache. Klar würde es irgendwann passieren, wenn die Sachen hier leer sind. Oh, und da fällt mir ein, wir kaufen ja Stoff noch von außerhalb ein. Das brauchen wir doch gar nicht. Was hast du? Du hast Aluminium. Achso, ihr seid die beiden. Das wird bei dem hier lustig. Du holst Stoff, oder? Ne, wer holt denn hier den Stoff? Du holst keinen Stoff, ne? Du holst Dings. Hier Aluminium und Stahl. Du holst Zahnräder. Du holst Aluminium. Du holst das und du holst das. Das sind die 4 anderen. Hä? Wer holt den Stoff für dich? Hier holt keiner Stoff? Das kann doch nicht sein. Ach, der wird gerade gewartet. Gebäude im Fahrzeug. Fahrzeug im Gebäude. Oh. Der wird gerade entladen. Hä? Okay. Aber seine Linie müsste doch sein. Hole dir von hier
beladen mit Stoff, warten, beladen mit Stoff und hier entladen mit Stoff. Irgendwas stimmt hier doch nicht ganz mit der Route. So, und warten bis leer. Ich meine, da ist anscheinend genug Stoff drin gewesen, um alle Reparaturen bisher durchzuführen, aber jetzt wird es langsam knapp. Gut, dass wir es noch rechtzeitig gesehen haben. Okay, Straßen funktionieren. Oh, die Schule kann ein paar mehr Mitarbeiter bekommen. Haben wir hier hinten einen Kindergarten? Ne, Kindergarten haben wir hier gar nicht. Doch, da. Oh, auch voll. Die Kindergärten hier. Ein Gebäude brennt. Ja, wow, da muss sie richtig weit fahren. Die Säufer haben wir da gezündelt. Einmal um eine Kurve, alles okay. Den Platz hier könnte man auch nochmal schöner gestalten, nicht wahr? Hier zum Beispiel können wir noch was hinsetzen. Sieht gerade so trostlos aus. Achso, Monumente. Es gibt echt so viele Kategorien, nicht? Allein das erschlägt jemanden, der neu ist. Tierisch. Aber es ist auch irgendwie geil, dass es so viel gibt dann am Ende. Und die werden... ja, ein bisschen orange oder so. Hier, und unser Platz ist fertig. Sehr gut. Unsere ewige Flamme brennt. Und die beiden Springbrunnen springen. In einer Linie auf die Polizei zeigend. So, aktuell hat das noch keinen Namen. Wir nennen es einfach, natürlich ist Caps Lock an, Hauptbahnhof. Wunderbärchen. Bahnhof Spanischer Platz. Die hat noch keinen Namen. Die braucht noch einen Namen. Haltestelle. Rondelle. Wegen Rondell. Vielleicht erinnere ich mich denn daran. Und die hier. Haltestelle. Und das Ding kriegt den Namen Unicampus. Hier hast du Universitätsplatz und du Unicampus. Das ist okay. Jetzt, wo hier Bäume sind, wirkt das auch echt langsam ein bisschen eher zentraler. Hier haben wir noch Platz. Hier können wir noch irgendwas hinsetzen. Monument oder... wobei wir hier echt viele haben. Was sagt eigentlich die Regierungsloyalität? 42. Das geht ja noch. Gesundheit 89. Schwankend. Globale Pandemie ist immer noch anhaltend. Umweltverschmutzung ist inzwischen stärker. Okay. 82, 59... 83, 77, also im Schnitt 80. Das mit den Bussen hat gereicht. Und wir haben ja hier Probleme mit dem Treibstoff gehabt, aber das hat sich noch nicht behoben. Hier kommen immer noch nicht genug Arbeiter hin. 3% reichen einfach nicht, um solche riesen Fabriken zu besorgen. Öl ist genug da. 6,9 Millionen, 225.000 letzten Monat gemacht. 420.000 exportiert. Was haben wir denn letzten Monat exportiert?
dass es so viel ist. Letzter Monat. Export. 170.000 Kleidung, Stoff 75.000, Öl 70.000, Treibstoff 55.000, Bitumen 52.000. Das läppert sich doch. Wenn wir jetzt hier beim Import Chemikalien, Pflanzen und Treibstoff wegkriegen, dann haben wir unsere Hauptprobleme beseitigt, würde ich sagen. Gut, dazu brauchen wir aber unbedingt das neue Stadtviertel. Und wir könnten, wenn die fertig sind, die Geburtenrate einmal steigern lassen. Das kann man nämlich hier wiederholen. Zum Beispiel die Impfung kann man auch wiederholen, wenn eine Pandemie ist. Das habe ich nämlich gestern gelernt, dass man Forschung immer mal wieder, manche sind ja einmalig und manche sind immer wieder notwendig. Eisenbahnproduktion, Flughäfen, Mülltrennungskampagne bringt zum Beispiel ja nichts, weil wir die Mülldinger gar nicht aufbereiten. Ja, dann geh auf hier Nuklearwissenschaften und ihr geht auf, weiß nicht, Eisenbahnproduktion oder so. Wäre irgendwie cool, wenn es eine chemische, eine technische, eine physikalische Universität gibt, nicht? Die physikalische macht dann die Kernforschung, die anderen machen dann die Forschung von Ressourcen und. Und wir haben diese Folge mal wieder fast nichts geschafft. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich zur nächsten Folge wieder. Vielleicht diesmal wirklich die Eisenbahn. Na gut, erstmal die Einwohner, dann die Eisenbahn. Bis gleich.